Ich benutze das iPhone 15 Pro seit dem Marktstart im Alltag, also seit circa 4 Monaten. Doch lohnt sich das überhaupt? Mindestens 1200 Euro verlangt Apple für das neue iPhone 15 Pro. Dafür bekommt ihr eine bessere Kamera, den schnellsten Smartphone-Prozessor, den es aktuell gibt, den Action-Button und ein Titangehäuse. Mein erster Eindruck, der war natürlich ziemlich gut und auch im Test hat das iPhone bei mir ziemlich gut abgeschnitten und mich im Großen und Ganzen überzeugt. Doch wie sieht es jetzt nach über 4 Monaten im Alltag aus? Zuerst mal zum Äußerlichen, denn Apple setzt sehr viel auf dieses neue Titangehäuse, ansonsten würden sie es nicht so prominent als Marketingmittel benutzen. Ich habe mich hier für das 15 Pro in Titan Weiß entschieden und bin mit der Wahl auch sehr zufrieden, denn Fingerabdrücke sieht man im Gegensatz zu den dunklen Gehäusevarianten hier deutlich weniger und allgemein, wenn ich mir das Gerät mal so im Detail anschaue, da ist der Zustand noch ziemlich gut. Ich habe lediglich 2 kleine Kratzer, einmal auf dem Power-Button und dann auch unten links hier an der Seite. Aber diese Kratzer, die kann man zwar sehen, jedoch nicht spüren. Also es sind wirklich nur sehr oberflächliche Kratzer. Auf der Rückseite habe ich keinen einzigen Kratzer entdecken können und auf der Displayfront habe ich 3 Kratzer, die etwas tiefer sind und die man auch theoretisch mit dem Fingernagel spüren kann. Wirklich störend sind die im Alltag aber nicht. Ich benutze das iPhone übrigens ohne jeglichen Schutz im Alltag, einfach weil mir das Design so gut gefällt und sich die Materialien so gut anfühlen. Außerdem will ich aber auch herausfinden, wie die Abnutzung mit der Zeit ist, damit ich hier in den Videos davon berichten kann. Das mache ich mit allen iPhones, die ich seit Jahren benutze. Und so gut wie das iPhone 15 Pro nach 4 Monaten sah bisher kein iPhone in der Vergangenheit aus. Das Displayglas ist unverändert geblieben, aber das restliche Titangehäuse ist echt wirklich robust geworden, zumindest wenn man eine von den hellen Farbvarianten nimmt. Denn bei den dunklen Gehäusefarben, da sieht man am Rahmen deutlich leichter kleine Kratzer eben durch die Beschichtung. Meine persönliche Empfehlung an euch ist also, nehmt nach Möglichkeit einfach eins der hellen Geräte und dann habt ihr auch mit dem Look oder von der Abnutzung her keine Probleme. Ein 15 Pro exklusives Feature ist der neue Action Button. Das ist ein Knopf, der frei belegbar ist und ersetzt den bisherigen Stummschalter, den man seit dem ersten iPhone kennt. In den Einstellungen könnt ihr selbst festlegen, welche Funktion beim Drücken von diesem Knopf ausgelöst werden soll und theoretisch könnt ihr das Ganze sogar so weit personalisieren, dass ihr einen Siri Shortcut in der Kurzbefehle-App erstellt und den dann auf diesen Knopf legt. Aber ich persönlich habe mich bis heute noch nicht wirklich dazu entscheiden können, welche Funktion ich da drauflegen will. Letztendlich habe ich den Videomodus von der Kamera draufgelegt, aber ich vergesse voll oft, dass es den Action-Button überhaupt gibt und in 8 von 10 Fällen benutze ich trotzdem einfach den Shortcut auf dem Lockscreen, um die Kamera zu öffnen. Cool wäre zum Beispiel, wenn der Action-Button auch auf einen langen Druck reagiert oder auf einen Doppelklick, sodass man eben noch mehr Funktion damit auslösen kann, wie nur einfach den einfachen Druck, den man eben jetzt hat. Allgemein habe ich das Gefühl, dass der Action-Button noch tiefer ins System integriert sein könnte. Zum Beispiel vermisse ich die Möglichkeit, dass der Action-Button abhängig vom Focus-Mode belegt ist, sodass ich zum Beispiel unterwegs die Kamera-App darüber öffne, wenn ich im Auto bin, zum Beispiel meine beliebte Baustellen-Warn-App oder wenn ich im Office bin, dass sich dann der Kalender oder die To-Do-Liste öffnet. Und das ist so schade, denn es ist offensichtlich, wie viel Potenzial dieser frei belegbare Knopf hat und ich könnte mir vorstellen, dass ich persönlich den auch häufiger benutzen würde, wenn er eben in jeder Situation zu meinen Ansprüchen passt, aber letztendlich benutze ich ihn deutlich seltener, als ich es erwartet hätte. In diesem iPhone steckt der aktuell weltweit stärkste Smartphone-Prozessor und gleichzeitig ist der A17 Pro auch der erste 3-Nanometer-Prozessor in einem Smartphone. Das macht ihn bei gleicher Leistung effizienter bzw. erlaubt mehr Leistung bei gleicher Effizienz. Aber den größten Unterschied spürt man jetzt bei der Grafik, denn man hat mehr Leistung und zum ersten Mal wird Raytracing unterstützt und das in einem so kompakten Gerät ist echt technisch super beeindruckend. Aber so wirklich brauchen tue ich die ganze Leistung im Alltag nicht, denn die meisten Apps, die brauchen überhaupt nicht die Leistung und dementsprechend bräuchte ich auch im Alltag nicht den schnellsten Prozessor. Mein iPhone 14 Pro, das war schon schnell genug und hat mir eigentlich für alles ausgereicht und wenn ich ehrlich bin, werden sogar die meisten Apps, die ich im Alltag benutze, einfach im Hintergrund im RAM offen gehalten, sodass man nicht mal den Zeitvorteil beim App-Start hat. Ich spüre aber einen Unterschied beim Speichern von 48 Megapixel RAW-Bildern, die ich aufnehme oder wenn ich in Lightroom auf dem iPhone mal ganz viele Bilder bearbeitet habe und die exportiere oder wenn ich eine ProRes Log Videoaufnahme in der Fotos-App bearbeite, um mal schnell den Bildlook zu verändern, dann gibt es keine Ladezeiten, aber das sind eben Peak-Ansprüche, wo ich dann die Leistung mal für einen kurzen
Moment brauche, aber dann freue ich mich natürlich auch, dass ich sie habe. Aber der schnellste Chip hilft mir auch nicht dabei, schneller auf meine Mails zu antworten oder schneller auf der Tastatur zu tippen. Das sind eben Punkte, da braucht man die Leistung nicht unbedingt, aber es ist trotzdem gut, diese Peak-Leistung zu haben, wenn man auch weiß, sie auszunutzen. Mir ist aber sogar ein Punkt negativ aufgefallen und das ist die Hitzeentwicklung. Denn dieser Chip, der hat so viel Leistung, dass er dementsprechend auch viel Hitze erzeugen kann, die man auch spüren kann. Es gab am Anfang sogar einige Probleme, woraufhin Apple ein Software-Update rausgebracht hat, was die Hitzeprobleme noch mal ein bisschen verbessert hat. Und im normalen Alltag, wenn man das Gerät ganz normal benutzt, dann wird es auch nicht ernsthaft warm und auch nicht störend warm. Aber dieser Chip, der hat eben so viel Bums, dass wenn man die Leistung auch ausnutzt, dass man dann spürt, dass da viel Hitze entsteht. Gerade wenn man intensiv die Kamera benutzt oder viele Games zockt, die grafikaufwendig sind, dann spürt man, dass dieses iPhone echt verdammt warm wird. Mindestens genauso beeindruckend ist aber, dass es, sobald man die App dann wieder schließt und das Gerät nicht benutzt wird oder weniger anspruchsvoll genutzt wird, dass das iPhone dann auch extrem schnell wieder abkühlt. Doch ich frage mich, wie sich diese Hitzeunterschiede auf die Lebensdauer vom Akku auswirken, dazu aber gleich mehr. Denn zuerst muss ich über die Kameras sprechen, denn das ist offiziell mein Lieblingsfeature vom iPhone 15 Pro. Mir war schon von Tag 1 klar, wo ich das Gerät zum ersten Mal getestet habe, dass die Fotos und auch Videos extrem gut sind. Ich meine, es ist auch ein Erfolgsrezept, ordentliche Sensoren kombiniert mit einer guten Softwareverarbeitung. Das hat in den letzten Jahren schon gut funktioniert und warum sollte das nicht auch beim iPhone 15 Pro funktionieren? Für mich waren die Kameras in den iPhones schon immer so gut, dass ich sie einfach extrem gerne benutzt habe, aber das iPhone 15 Pro macht einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu allen anderen Smartphones und das ist Log-Video. Für Content-Creator wie mich ist das einfach ein Traum, denn ich kann Aufnahmen mit dem iPhone machen, die ich dann später im Schnitt perfekt mit allen anderen Aufnahmen von der großen Kamera, mit der ich meine ganzen Projekte filme, auch mischen kann, ohne dass man einen extremen Qualitätsunterschied sieht. Im Schnitt kann ich die Farben perfekt aufeinander abmischen. Ich habe kein nerviges digitales Nachschärfen, wie man es normalerweise von den Smartphones kennt oder Komprimierungsartefakte, sondern ich habe einfach die bestmögliche Videoqualität und die ist wirklich so gut, dass ich super gerne mit dem iPhone filme. Das ganze Thema ist super speziell. Ich habe dazu auf meinem YouTube-Kanal auch ein komplett eigenes Video hochgeladen, wo ich das iPhone 15 Pro mit meiner Kamera vergleiche und auf die Unterschiede im Detail eingehe. Also wenn ihr das auch noch sehen möchtet, dann schaut euch das im Anschluss unbedingt ebenfalls an. Das ist nur ein Bruchteil von den Neuerungen, die mit dem 15 Pro dazu kamen, aber für mich macht es im Alltag tatsächlich einen riesengroßen Unterschied. Ich habe angefangen, bewusst mit dem iPhone Aufnahmen zu machen, anstatt die große Kamera zu nehmen. Und ich kann jetzt auch guten Gewissens mal den Kamerarucksack, der schwer und groß ist und natürlich auch viel teures Equipment beinhaltet, einfach zu Hause lassen und nur mit dem iPhone aus dem Haus gehen, weil ich weiß, im Zweifelsfall kann ich trotzdem eine Aufnahme machen, wo der Qualitätsunterschied so vertretbar ist, dass ich die Aufnahme trotzdem verwenden kann. In den letzten Jahren hatte ich nie Speicherplatzprobleme. Wenn überhaupt, hatte ich 80 oder 100 GB vom internen Speicher belegt. Und jetzt mit dem iPhone 15 Pro sieht es tatsächlich anders aus. Zum allerersten Mal reicht mir der Speicher nicht. Ich musste hier schon mehrfach den Speicher freiräumen, weil die 1 Terabyte, die hier drin sind, voll waren. Und wo das zum ersten Mal passiert ist, habe ich mich richtig erschrocken und habe so festgestellt, so okay, das ist jetzt auf einmal ein wirklich ernstzunehmendes Werkzeug für mich im Arbeitsalltag, weil diese Log-Video-Funktion so einen großen Unterschied für mich macht. Und schon das iPhone 14 Pro konnte ProRes-Videos aufnehmen, die ebenfalls extrem groß waren, aber eben nicht in Log. Und das macht eben für mich den Unterschied, weshalb das iPhone 15 Pro auf einmal für mich ein ganz neues Werkzeug geworden ist. Passend dazu freue ich mich natürlich auch über USB-C und ganz besonders die Geschwindigkeit im iPhone 15 Pro, denn hier ist der Anschluss nochmal ein gutes Stück schneller, was wichtig ist, um diese extremen Datenmengen übertragen zu können, weil ProRes Video in Log sind pro Minute ca. 5 GB. Und wenn ich damit anfange, die 1 Terabyte voll zu machen, da könnt ihr euch mal ausrechnen, welche Datenmengen da übertragen werden müssen. Also das ist wirklich ein riesen Upgrade. Kommen wir jetzt aber mal zum Akku. Ich habe hier das iPhone 15 Pro Max, also das große 6,7 Zoll Modell. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der wirklich die beste Akkulaufzeit haben möchte. Denn in dieses größere Gehäuse passt im Verhältnis auch ein größerer Akku rein als bei der 6,1 Zoll Version, weshalb man hier eben eine bessere Laufzeit hat. Der Zustand vom Akku ist
ist noch immer bei 100%, was eindeutig besser ist als beim iPhone 14 Pro, was ich vorher hatte. Da gab es ja auch viele Berichte darüber von Leuten, die Probleme mit dem Akku haben. Diese Probleme konnte ich beim alten Modell ebenfalls teilweise bestätigen. Jetzt hier beim 15 Pro habe ich keine Probleme. Aufgeladen wird das iPhone bei mir immer über Nacht per MagSafe oder im Auto, wenn ich es dann in die Wireless-Ladeschale lege. Ansonsten lade ich es eigentlich nie per Kabel auf, außer wenn ich es mal ans MacBook angeschlossen habe, um Videos zu übertragen per Kabel, weil das eben der schnellste Weg ist. Dann wird es natürlich gleichzeitig auch noch aufgeladen. Aber ansonsten wird das Gerät nie bei mir aktiv im Alltag geladen. Ich lade es halt immer, wenn ich es nicht brauche, automatisch. Normalerweise reicht eine Akkuladung bei mir immer für 1,5 bis manchmal auch 2 Tage, wenn ich das Gerät weniger benutze. Und selbst wenn ich es intensiv benutze und den Tag über viel mit dem iPhone filme, dann reicht es auf jeden Fall für einen Tag, ist aber abends dann so leer, dass ich es auf jeden Fall aufladen muss. Und ich hatte erst einen einzigen Tag, wo die Akkulaufzeit vom iPhone nicht über den gesamten Tag gereicht hat, sondern ich zwischendurch nochmal aufladen musste. Und das war letztes Jahr, als ich in Austin beim Formel 1 Grand Prix war. Da habe ich natürlich ultra viel mit dem iPhone fotografiert und gefilmt. Ich hatte zwischendurch die Navigation laufen. Ich war auf Instagram unterwegs und es war extrem warm, was natürlich auch das Gerät nochmal aufheizt, wodurch die Akkulaufzeit dann auch nicht im Optimum ist. Und dann war es halt so, dass ich abends, als ich von der Rennstrecke zurückkam, das Gerät nochmal anstecken musste, um ein paar Prozent nachzuladen, bevor wir dann nochmal in die Stadt sind, um was zu essen. Aber ganz ehrlich, das war auch ein extremer Tag und dafür war der Workflow trotzdem echt gut. Welches Smartphone benutzt ihr aktuell? Und falls es ein iPhone 15 Pro ist, wie sind eure Erfahrungen damit? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.